Eins. So, hallo und herzlich willkommen heute zu einem 1 gegen 1 mit dem Bandprofil, auch einer meiner Abonnenten und ein Hallo. YouTuber. Hi. So, und das Spiel ladet immer noch. Ah, da ist Ja. Ja, genau. Jetzt geht's bei mir auch. so, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt völlig vernichtet werde. Lassen wir uns überraschen. Oh mein Gott, jetzt ist hier schon meine Fernbedienung runtergefallen. Deine Fernbedienung? Ich zock auf dem Fernseher. Deswegen Ah, ist ich aber ein zock auf bisschen dem PC. komisch. Ein bisschen so komisch, weil man hat so das Gefühl, dass du Fernsehen guckst, wenn du so einen halben Meter vorm Bildschirm sitzt. Ja, ich habe einmal, glaube ich, mit dem Fernseher gezockt, aber da war mir die Auflösung nicht so gut, fand ich. Das mag Ja. wahrscheinlich sein, weil mein Fernseher auch nicht so gut ist. Ja, meiner ist auch nicht der beste, aber es geht. Ja, na dann. Genau. So. Jetzt werde ich völlig vernichtet. Das ist ja immer schön. Der Tag ist schön. Sogar ein schöner Tag heute. Die Sonne scheint. Ja. Immerhin sterben wir an einem schönen Tag. Ja, immerhin sterben fast keine Österreicher, nur Ungarn. Genau. Nein, das Problem ist ja bei den Ossis, dass die so eine schlechte Moral haben. Ja, aber Genau. ich habe schon geschafft. Also, ich habe schon einmal, da habe ich mit einem Kumpel gespielt. Und der hat die Franzosen gespielt. Hat auch ziemlich gut gespielt. Irgendwie habe ich es geschafft, im letzten Moment seine Moral völlig zu vernichten. Und naja, dann sind alle gerannt. Wo sind Dieses den meisten, Massenfliehen. wo in der meisten Zeit, glaube ich, naja, fünf Sechstel vom Bildschirm rot waren. Also von dieser Balk von dem Balken. Oh ja. So. Ah, jetzt musst du ja auch noch auf. Ah, okay, da ist ein Hügel in der Mitte. Ja. Den wirst du da Gut. bestimmt jetzt holen. Ich werde nicht hinrennen, weil das schadet der Moral ja in dem Spiel. Das lohnt sich nicht so, da jetzt hin zu sprinten. Aber langsam hintrotten funktioniert auch. Wo ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich meine Arti stehen lassen soll. Kommt drauf an, wie weit ich schon schießen kann. Ich lasse einfach mal eine Inf dabei stehen. Also eine Infanterie meine ich jetzt. Ja, Das klar. sollte funktionieren dann. So, einfach mal schön ganz ohne Plan einfach mal marschieren. Das ist immer die be beste Möglichkeit. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch keinen Plan. Also von daher sollte man eigentlich immer haben. Hab ich gelernt, das ist wie bei Roost, da sollte man auch immer einen Plan haben, sonst verliert man. Ja. Hast du eigentlich die Bonuseinheiten, also die man sich für echt Geld kaufen kann? Ja, ich weiß nicht warum, aber ich hab sie. Komisch, weil ich habe die auch. Und nie kauft, oder Das wäre wie? jetzt nämlich ein bisschen unfair gewesen, denn ich habe hier ein paar Kavalleristen dabei und ein paar Infanteristen, die. Kavalleristen habe ich mir nicht genommen. Garde, Ja. Infanterie, Leibregiment. Was sind das, die Eliteeinheiten? Das Leibregiment Die und die Gardeinheiten, oder? ostpreußischen Grenadiere. Dieses Gebäude ist an den Gegner verloren. Sonst aber nichts. Okay. Dann, na dann. Natürlich die Kaff habe ich hier, die Torwaskis und die Leibhusaren, aber. Ja, Kaff habe ich mal keine Elite. Also habe ich auch Elite, aber habe ich mal keine genommen. Weil ich Ja. mir dachte, das lohnt sich nicht. Natürlich, ich glaube auch nicht, dass die sich lohnt. Da. Ich Und finde, so die stinkt lohnen die sich. Moral. Von meinen Truppen. Oh ja. Dieses Gebäude ist an den Ich Gegner wollte. verloren. Das ist eh nur eine Nein. Elite. Ja, muss man so sehen, das ist eine Verbrauchereinheit, die keiner braucht. Ja, ich wollte nur das letzte Geld einfach weghaben. Ich glaube, da hinten nutzt meine Arti gar nichts, wenn meine Einheiten alle im Weg stehen und schießen. Also solange es keine Durch. Haubitzen sind, nicht. Ja, es sind ja keine Hobbits, das ist ja das Problem. Ja, wenn es Sind's. welche wären, dann wäre es völlig wurscht. Ja.
Aber jetzt funktioniert's. Oh, kein einziger Treffer. Meine stehen noch ein bisschen blöd. Also, ich habe noch eine bisschen blöde Position, um zu schießen. Du hast da 6 Fünder und 7 Fünder Haubitzen. Irgendwas muss man ja haben. Eben, also artilleriemäßig habe ich auch immer eine Einheit dabei. Oh, jetzt schreibt der Kieselstein. Was? Achso. Nee, es ist ein Spieler. mit dem nehme ich öfters mal, spiele ich mal eine Runde, der ist auch in meinem Regiment. Achso, hast du auch mal ein Blade-Regiment? Ja. Du auch? Also ich bin in einem Second in Command, aber naja. Das ist jetzt das normale Mountain Blade oder? Napoleonic Wars. Ah, okay, ja. Da habe ich das eher Nummer 4, aber da bin ich jetzt auch kein so guter Spieler. Ja, bei mir sterben es meistens davor, bevor ich in irgendeinen Auftrag geben kann, dass wir es machen sollen. Bleibt stehen, tot. Ja, so ähnlich. Meistens habe ich dann irgendwo dann die 7 bis 8 Kills hintereinander gemacht. Oh, meine Arti schießt den Berg. Berg. Oh, der arme Berg, dass da nichts einbricht. Der schießt es bestimmt jetzt gleich. Dann ist die erste Garde schon ausgerottet, ohne dass du was gemacht hast. Das ist doch dann der perfekte Anfang. Frag mich, wo deine Kaff gerade hingelaufen ist. Die ist wahrscheinlich im Wald. War das keine Kavallerie? Dann habe ich mich verguckt. Nein, das war tatsächlich keine. So. Super macht ihr das Milit. Ihr habt bisher nur 2 Leute verloren. Und ihr haltet den Berg immer noch. Gute Arbeit. Wäre diese blöde Miliz da nicht. Dann wäre ich schon oben, ja. Dann wäre ich schon hochgegangen, muss ich sagen. Aber jetzt wäre halt. Natürlich, die hat jetzt nicht das Beste am Zielen und so, aber wenn. Wenn ich hoch renne, dann kriegen meine Garninfanteristen schon eine Salve ab und dann mache ich es lieber so mit der Artillerie, dass die ein paar Schüsschen erleiden. Und über die Flanken kann man ja immer noch gehen, also. Ja, das ist ja alles möglich heutzutage. Ja, vor allem für die im 16. Jahrhundert. Du hast Grenzer. Ja, die Grenzer sind einer meiner Lieblingseinheiten. Ja. Ganz einfach. Oh. Weil die Haubitzen schießen. Ja, ich schießen meine Haubitzen. Ja, ich hab's gemerkt. Oh mein Gott, wie viele hast du? Aha, hast 2 Artillerie, deswegen sind so viele Schüsse. Ja, deswegen fetzen hier so viele. Und nochmal. Warte, ist die Garde-Infanterie keine Elite-Einheit? Ja, doch, das ist so meine teuerste Einheit. Okay, von denen kann man auch mehrere gleichzeitig nehmen, machen. 4. Wirklich? Ja, also ich kann 4 nehmen. Weil ich kann von den österreichischen Elite-Einheiten kann ich immer nur eine einzige nehmen. Mein Offizier bei Napoleonic nennt sie die Tampon-Einheit. Recht treffender Name. Oh, ich habe jetzt durch Eigenbeschuss hier einen preußischen Füsilier verloren. Schon einen ganzen Jahr. Ja, jetzt gehört uns der Sieg. Ja, jetzt habe ich schon gewonnen. Ich gebe lieber auf, los. Noch ist die Zeit dazu. Genau, jetzt geht's noch. Lass die Möglichkeit nicht verstreichen. Los, tu es. Ich weiß, du willst es auch. Nee, ich glaube, dann ärgern sich die Zuschauer. Was? Wenn er aufgibt? Nein. Ja, nein. Yay! Die wären total happy. Er hat aufgegeben. Ja! Wir sind glücklich. Ein eindeutiger Sieg. Warum? Nein, du hast mir schon. Deine Haubitzen haben schon einen meiner Leute rausgebombt. Verdammt. Egal. Dann ändern wir mal das Feuer. Ändern wir mal die Person, auf die wir feuern wollen. Ja, jetzt kommt die Elite-Infanterie. Jetzt kommt der Charge. Ich hab so im Gefühl. Wow! Hä? Oh mein Gott.
Generale, ziehen Sie sich mal kurz zurück. Mal schön kurz zurückziehen. Sie verlassen taktisch das Spielfeld. Sie sind nicht feige. Das ist ein taktischer Rückzug. Ja, genau. Wir sind nicht feige. Ganz und gar nicht. Feige, was ist das? Oh, okay, ich dachte, deine sind ein bisschen heller da. Naja, okay. Dann hoch, Lungs, dann hoch. Nein, nicht. Nein! Scheiße, meine Kaff. Ich tu doch nicht die ganze Zeit auf sie selber einen schießen. Das wäre doch Wahnsinn! Madness! Mann, kommen meine leichten Infanteristen nochmal an oder. Sehen wir gleich. Oh, und das waren schon ein paar Mann. Da schießen meine Infanteristen in die Miliz in den Rücken. Die treffen meine. Deine Gewehrschützen treffen meine ersten ostpreußischen Grenadiere da hinten. Nee, das ist meine Artillerie. Nee, ja, habe ich auch gesehen, aber die Schüsse fliegen so weit, dass die sogar hier hinten treffen. Ja, das passt doch. Also für mich. So, preußische Füsiliere. Ladet mal ruhig nach. Schön ruhig. Da. Alles ja. Ist okay. Ihr seid, steht nur unter heftigem Beschuss. Aber sonst stehen die Chancen nicht schlecht, dass ihr sterbt. So. Jetzt werde ich geflankt. Ja. Oh, da sehe ich was Schönes. Eine schöne Schwäche oder meine Kavallerie? Eine schöne Schwäche. Habe ich mir gedacht. Und die Kavallerie, die im Wald steht. Habe ich mir auch gedacht. Das habe ich jetzt nur geraten. Also von daher ziehe ich mich wieder zurück. Mist, warum? Nein, immer stirbt meine Einheit. Das nächste Mal nehme ich was anderes mit. Oh, meine preußischen Füsiliere. Gefällt's da oben gar nicht so, habe ich gemerkt. Nee, nicht wirklich. Verstehe ich auch warum. Verdammter Mist. Jetzt bin ich zu lahm gewesen. Für was? Fehler einzusetzen. Das hat keinen Sinn mehr. Welchen Sinn? Ist der Sinn des Lebens? Den weiß ich auch nicht, den kann ich dir auch nicht sagen. Ja, den Sinn. So, stopp und feuer frei. Garde, Tampongarde, schießt. So, und jetzt ziehen wir uns mal wieder schön zurück, weil jetzt hast du die Speere rausgehaut. Jetzt gibt's mal einen schönen Rückzug, weil jetzt kriege ich Schüsse in den Rücken. Na kommt's, lauft's, nicht gehen. Ihr seid Kavallerie, da könnt's auch laufen. Das ist ein Argument. Gute Arbeit, Kavallerie. Gute Arbeit. Ihr habt, naja, 20 Männer getötet. 23. So. Wie viel hast du denn verloren? Na, auch fast so viele. Ja, irgend sowas. Schön wieder in den Wald, damit sie nicht wisst, wo meine Truppen sind. So, meine Arti regt mich jetzt auf. Weg damit. So, die Schlesier schießen auch. So wie sich das Ganze gehört. Leider treffen sie nichts. So wie sich's nicht gehört. Da. Das ist ein schöner Kampf, finde ich. Oder? Noch ist er ausgeglichen. Noch. Noch. Ich hoffe, ich kann ihn zu meinen Gunsten wenden. Natürlich. Ja, allein die Artillerie macht meine Einheiten schon fertig, also von daher. Ich sehe da teilweise Artillerie einschlagen, bevor sie überhaupt explodiert und von meinen Haubitzen. Dann explodiert sie unterm Boden. So, immerhin schießen meine Leute zurück. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werde ich meine wahre Stärke offenbaren. Aber erst wenn er da ist. Der Zeitpunkt. Warte, jetzt kriege ich die Salve der Grenze ab. Ja, kriege ich. Nein! Ach, fuck. Ich habe gedacht, das schaffe ich noch. Ne,
Bevor ich ankomme, sind die tot. Nee, die werden's, oder? Ah, oh, lol. Das war schlecht. Auf die Seite hab ich momentan überhaupt nicht geschaut. Ah, Karls Legion. Was, meine Karl? Ja, mein Herzog Karl. Der steht da irgendwo in der Infanterie und wartet nur drauf, dass er stirbt. Der ist der einzige General, der an vorderster Front kämpft. Uiuiui, da kommt jetzt deine starke Infanterie. Sehe ich gerade. Ja, ich habe mir das jetzt überlegt. What the fuck, legt's rund? Und... warum haben die eine orange Moral? Weil das die Moral zwischen... Oder welche? Welche Einheit? Ganz, von dir aus gesehen, ganz links, die aus dem Haus gekommen ist. Weil die gerade direkt gleichzeitig beschossen wird. Von meinen Grenzern. Ja. Und welche Einheit ist sie? Naja, preußische Füsiliere. Ist keine Top-Einheit. Also, schon eine gute Einheit, aber... ist nicht die beste Einheit, die es auf der Welt gibt. Nee, aber ich mag halt die leichte Infanterie. Ja. Bam! Oh, das waren dann schon... Nein! Verdammt, ich hab's zu spät gesehen. Da kommt die Kavallerie! So, und wieder Rückzug. Gut habt ihr es gemacht, guter Angriff. Gut, passt schon. Könnt ihr euch schon wieder zurückziehen. Hab's viel zu spät gesehen, viel zu spät. Komm, geht's, verschwindet's. Ja, die Schlacht habe ich ganz klar verloren. Sicher ist noch gar nichts. Ah, doch. Ach so, das ist die Landwehr, die hier immer noch da vorne steht. So. Was macht denn die Kavallerie hier noch völlig unbenutzt? Also ungebraucht. Wie ein frisches Tampon. Na komm, welche Einheit seid ihr? Nicht was. Ah, Windbüchsenjäger kommt. Ihr seid auch eine Elite-Einheit. Soll uns auch ein bisschen reißen. Ja, das ist zu spät. Die ist weg. Die Fehler kommen zu spät, ja. Ja. Egal. Kann man nichts machen. Unsere Männer fliehen, Sir! Meine kämpfen immer noch aus dem Karree raus, wie dumm. Ja. Das sieht nein. Schon verdammt, da ist die... Cavalry in the back? Oder was? Nee, ins Karree gegangen, meinte ich eigentlich. Ja, meine Infanterie, ja, das war ich auch. Das war ja auch der Plan, dass sie ins Karree geht. Ich hab's nicht genau gesehen, deswegen... Oh mein Gott. Meine Haubitzen schießen so knapp von meinen eigenen Truppen. Ist schlimm. Oh, die Tampongarde kriegt mehr Kills, als ich gedacht hatte. Die brandenburgischen Ulanen haben sich doch gelohnt. Was, stehen die noch? Ja, also haben noch gelebt bis gerade. Ach, jetzt rennt's gut. Na komm, geht's auch mal aus dem Karree wieder raus. Und fülle immer die Seite noch. So, könnt ihr auch mal unterstützend. Na, ihr geht's mal ein bisschen zurück. Ihr geht's dahin. So, ihr seid eh im Vormarsch. Gut so. Ich benutze die Spezialsachen nicht. Also so. Ich muss dazu aber auch echt sagen, das sieht richtig schlecht für mich aus. Also bei mir sieht's immer noch aus, dass du eine größere Chance hast zu gewinnen als ich. Wirklich? Bei mir steht's ausgeglichen.
Also bei mir hast du noch ein bisschen größere Chance als ich. Momentan hab. Echt? Mhm. Wie ist die zusammen? Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr. Ja, welche sind jetzt schon ausgeschossen? Alter, meine Windbüchsenjäger haben schon keine Munition mehr. So, dann schicke ich euch mal in den Tod, weil dadurch, dass es keine Kampagne ist, brauche ich euch nicht mehr. Windbüchsenjäger. Ist okay, ihr könnt einfach mal in den Tod chargen. Gut so. Weiter so. Ihr könnt das, ich weiß es. Ihr seid Elite-Einheiten. Gut. So, der Ghost schreibt mich gerade an. Noch ein Gas? So, ja, und uns spielt. Oh, deine Windbüchsenjäger stürmen ins Haus. Habe ich ja gesagt, die dürfen sie jetzt töten. Genau, habe ich. Das habe ich noch in Erinnerung. Schau, da machen es gerade alle platt. Wie viel wir da gerade gewinnen? Schau dir das an. Wir sind schon fast bei der Mitte. Welche Einheit ist denn da drin? Mal gucken. Ach, ich kann da nicht reingucken, das ist ja interessant. Ich glaube, du musst auf deine Einheiten klicken. Ja, ich habe auf meine. Und dann einfügen. Ja, nee, hat nicht geklappt. So, und ich vermute, ich werde die Schlacht verlieren, dadurch, dass ich am Ende keine Munition mehr habe. Oder meine Truppen zu lange marschieren und oder meine eigenen Haubitzen auf mich schießen. Das ist auch nicht schlau. Haubitzen schießt auf jemand anders, nicht auf meine Truppen. Okay? Dankeschön. Ende der Durchsage. So, Karl. Oder nee, Karl. Wer von euch hat jetzt schon wieder keine Munition mehr? Ah, die Grenzer, geht bitte. Charge! Nächster darf chargen. Karl. Karl krepiert. Was? Karl Nein! Krepiert? Karl krepiert? Warum krepiert Karl? Jetzt muss er krepieren, das ist mein Befehl an Karl. Sonst Karl, weiß ich nicht mehr weiter. Karl, bleib standhaft. Die Kavallerie ist schon da. Bleib standhaft. Verstanden? Die Kavallerie mit wenig Moral macht sich schon am Weg. Und wieder zurück. Wo das, wollt das, ihr hin? Ich weiß. Ja. So. Ich weiß nicht, was da abgeht. Immer auf den armen General. Wenn er einmal nach vorne läuft, Feuer auf den General. Sorry, aber so hat sich mein Krieg immer abgespielt. Vor allem im Ersten Weltkrieg habe ich nicht General geschossen. Ja, leider hast du den Führer nicht so schnell getroffen. Den Rührer? Den Führer. Ich bin der Rührer und ihr seid meine Führer. Ich bin euer Führer und ihr rührt jetzt. Okay. Lol, irgendwie will meine Einheit keine vernünftige Formation mehr bilden. Habe ich gemerkt. What the fuck, ich habe Eier. Ach lol, ich habe noch die Jäger. Ja, ich wundere mich auch gerade, warum noch kein Jägerbeschuss auf meine Garde kommt. Weiß ich auch nicht. Und jetzt verliere ich gerade die Flanke da, das ist natürlich scheiße. Wenn ich die Flanke hier verliere, dann... Warum habe ich die Kavallerie eigentlich noch nicht eingesetzt? Echt jetzt? So. Nein! Wer hat keine Muni mehr? Nein! Geht bitte, bewegt euch! Und wo legt, stellt ihr bitte die Sperre hin? Eieiei, seid ihr behindert im Kopf? Echt jetzt? Wir verlieren hier gerade voll die Flanke und irgendwie ist da ein Trupp. Ah! Mein Karl ist zurückgekommen! Karl, du liebst mich doch. Dachte schon, er will dich verraten. Fürs Vaterland. Für Karl. Für Karl, aber nicht fürs Vaterland. Nee, das Vaterland braucht keiner. Solange wir Karl haben. Verdammt, was macht man nach das Leibregiment? Weiß ich nicht, was das macht. Paar hinter Fehlen verbarrikadieren. Welche Einheit hat jetzt schon wieder keine Munition? Warum habt ihr schon wieder keine Munition? Dann charge! Boah, ich verliere so viel beschissene Munition!
kann's doch nicht sein. Sperrfeuer, Sperrfeuer. Hat bisher noch nie geschossen. Kein einziges Mal hat meine Artillerie bis jetzt geschossen. Sperrfeuer, Sperrfeuer. So, das wichtigste Ziel, haltet den Berg. Carlos love you. Sie sind standhaft. Und wer flieht jetzt? Ja, weil ihr durch die Sperre gerannt seid und jetzt von der Artillerie beschossen werdet. Egal. Einen heroischen Charge in die Artillerie wird's richten. Komm, 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 Kartetsche, hau raus. Ein heroischer Schlag in die Artillerie muss richten. Kartetsche, schieß. Junge, schieß. Mann, sind die dumm. Oh mein Gott, ich habe meine Einheiten hier noch gar nicht benutzt. Die hat das so schnell, die hat so schön den Flankenangriff da aufhalten können. Meine Einheiten sind zu blöd, mit Kartätschen zu schießen. Also ist alles noch perfekt. Ja, die laden immer noch, indem sie attackiert werden. Da kommt jetzt der Schuss. Da kommt er. Nee, doch nicht. Sorry. Los, General! General, nee! Das ist neuestes Ding. Generale! So, wir machen das jetzt auch. Die haben jetzt auch schon wieder keine Munition. Was geht hier ab? Haben deine Truppen noch Munition? Ja. Warum haben deine Truppen noch Munition? Fast alle jedenfalls. Dazu muss ich aber auch sagen, ich... Na, deine hast doch nicht... Hallo! Hallo, sofort wieder verschwinden! Wir machen gerade Aufnahme. Mein General ist so blöd und läuft in meiner eigenen Speere. Sorry. So. Und meine bilden das Karree in meinen leichten Infanteristen. Was zur Hölle geht da? Hey, die Kavallerie ist zurück. Sie lebt ja noch. The Kavallerie is back. Sie sagt, I'll be back. Na, solange deine nicht auf meinen General schießen können, passt das alles. Was? Ich hab keine Schusskavallerie. Preußische Fusiliere nach Laden. Nein, ich meinte eigentlich chargen können. Das sind sowieso nur noch 14. Was? Ich verliere gerade haushoch die Schlacht. Und die Landwehr lebt ja immer noch. Ich weiß, die habe ich ja zurückgezogen davor. Bevor dann mit der irgendwas passieren kann. So. Ihr, die keine Munition mehr habt, ihr dürft auch schon chargen. Ihr seid nicht mehr ihr seid schon noch strategisch wichtig, aber wenn ihr nur dasteht und angeschossen werdet, bringt sich das auch nichts. Eure strategische Wichtigkeit. Oh, ich kann nicht mehr reden. Sorry. So, muss ich kurz auf Handy schauen, wie spät es ist? Ah, habe ich hier noch Zeit. Heroischer Charge. So heroisch. Die schießen doch jetzt wohl noch. Tatsächlich, die kommen noch in den Nahkampf. Naja, dann, wieso nicht? Dann werfen wir alles rein. Ich habe eh verloren. Was, alles? Achso. Alles in den Nahkampf. Oh, mein General läuft durch die eigenen Speere, so wie sich's gehört. Ah! Damn! Oh! Der hat gesessen. Ich schieß meine eigenen Truppen, aber damn! Dodge! Und warum rennt ihr jetzt? Ihr habt keine Truppen verloren, Landwehr. Also wirklich. Dodge! Oh, mein General läuft ganz vorne. YOLO. So, jetzt dürft's nur ihn nicht verlieren, weil ihr habt immerhin noch eine fast volle Armee. Ist nicht gut. Mein General stirbt jetzt. Ich weiß das. So, schnell geht in Position und vernichtet sie. Boah, wie viel du einfach nur hast. Wie viel du einfach nur noch hast. Ich wurde alles von mir getötet.
Ich wurde alles von mir getötet. Also alles wurde von mir getötet, meine ich. So, ja. Generalstab. Oh, mein General steht ganz weit hinten und kämpft mit niemandem. Ja, aber jetzt kriegen sie Schüsse in den Rücken. Ganz viele Schüsse in den Rücken. Jetzt drehen sich viele zu meinem General um. So, jetzt darf die Kavallerie auch nochmal mitkämpfen. Und jetzt verliert gerade ein Trupp wieder die Moral. Ja, mein General flieht. Da rennen die auch schon. Dein General rennt. Jopp, aber er hat immerhin überlebt. Da rennt der zweite Trupp. Jetzt ist fast entschieden. Nur noch meine Garde lebt, rennt, ja, also kämpft. Also es ist fast entschieden, weil jetzt kommen halt noch... Schau ich halt noch, dass ich ein bisschen in den Rücken schießen kann. Och Karl, ich dachte, dich habe ich wenigstens zum Fliegen gebracht. Nee, Karl ist zurückgekommen. Jetzt willst du Karl vernichten. Karl muss sterben. Weh, du tötest Karl. Alle auf Karl. Er muss sterben. Nein, nicht in der Formation gehen. Ihr habt eh keine... Ja, sie rennen. Ja. Nein, Karl musste doch noch sterben. Geschafft. Nein, Karl. So kämpft man mit der österreichischen Infanterie. Also österreichischen... Ja. Und ich habe trotzdem nicht weniger getötet, so wirklich. Ich hatte 200 Mann weniger getötet. Ja. Aber du hattest einfach 300 Mann mehr aufgestellt da. Ja, vor allem an der Miliz sind da mehr kommen. Da muss ich aber zu sagen, wenn man mit den Österreichern die Moral halten kann, kann man damit so gut kämpfen wie mit den Preußen. Mhm. Nur die Preußen haben halt teurere Einheiten, das ist die Sache. Ja. Deswegen mag ich die Österreicher. Genau. Also, Dankeschön. So, dann beende ich mal die Aufnahme. Okay, ciao. Tschüss. Immer rein, ich verlinke unten. Tschüss. Ciao.